herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Toms Keller Show. Freuen Sie sich auf einen spannenden Abend mit tollen Gästen und guter Musik. Und nun begrüßen Sie mit mir unseren Gastgeber Thomas von Metz. Schönen guten Abend, schön, dass Sie mit dabei sind. Dabei ist heute auch Heli an den Zapfsäulen. Die Kellerkapelle, Anfang an der Gitarre Chris Kaufmann, am Schlagzeug Markus Meck-Meyer und am Bass die Legende Andreas Doando Marmsola. Die Kellerkapelle, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu Hause vor den Bildschirmen, und herzlich willkommen, liebes Publikum, hier im Sudwerk des Batzenhäuses in Bozen. Starkes Publikum heute. Tja, nun freuen Sie sich mit mir auf Sommer, Sonne, Sonnenblume, auf einen Mann, der hat Eishockey im Blut, und auf jemanden, mit dem man nicht übers Wetter spricht, sondern übers Klima. Und jetzt fehlt uns nur noch die Keller-Wetterfee, die bezaubernde Manuela Ramosa. Von mir. Hallo. Die Lieblingsblume der 23-jährigen Musikerin aus Neumarkt ist die Sonnenblume, deshalb auch ihr Künstlername. Sie sagt: Ich erzähle mit meiner Musik gerne eigene Geschichten. Damit machst du dich auf der Bühne zwar verletzlich, aber gleichzeitig hat es etwas Magisches. 2019 gewann sie den Euregio Musikwettbewerb Upload Sounds. Vor kurzem veröffentlichte sie das Album Midzeit, aus dem sie die erste Single jetzt mitgebracht hat. Meine Damen und Herren, Bühne frei für Jasmin Franceschini alias Heliant mit Sounds and Shapes. Thank you.
Jasmin. Wunderbar, Opener, bitte nimm Platz. Dankeschön. Mama, so. So, ja. So, nochmal so, links, rechts, ja. Was magst du denn trinken? Was darf man denn zum Trinken? Na, ein Wasser vorerst mal. Danke. Ohne Dankeschön. Ich muss noch singen heute. Mehr, ja, das war gewaltig, was du da gerade oben abgeliefert hast. Dankeschön. Also, ich neige nicht gern, sprachlos zu sein, aber du schaffst es mit deiner Musik. Dankeschön. Eine enorme Ruhe. Also, du hast was mitgebracht. Ja, habe nicht nur eine Sache, sondern gleich zwei Sachen mitgebracht. Ganz gut. Heute ist dein Glückstag. Aber dann habe ich einen Sack mitgebracht, was ich selbst angemalt habe. Okay. Da sind Sonnenblumenkerne drinnen. Helian, Sonnenblume, dann kannst du in deinem Garten. Aber Helian, was ist Helian als solches? Bedeutet Helianthus. Sonne? Helianthus. Genau. Und das ist nicht Griechisch, nicht Spanisch, Latein. Das ist Latein. Schätz mir, ja. Oder bist du Latein? Ja, da. Welche? Kannst du Latein? Ja? Nein, kann ich nicht. Kannst du? Na, zum Glück nicht. Ja. Wir brauchen sowas heutzutage. Ja. Genau. Oh, der ja, wäre. Ja. Ich habe einen Garten. Ihr habt einen Garten und ihr habt Platz für dich. Den werde ich bewusst einsetzen. Dann habe ich noch was mitgebracht, was du neben deine Sonnenblumen hinlegen kannst. Jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst. Du musst trainieren, das ist ja voll schwer. Darf ich das niederlegen? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also, ich studiere Geografie und war jetzt in Jamtal, heißt das, auf dem Gletscher. Und haben wir gedacht, ich nehme da was vom Gletscher mit. Und das gleich Eis gibt auf dem Gletscher und im Sterne. Hui! Okay. Also nicht gut mitnehmen können. Und ja, also wir haben da ganz viel gelernt während der Exkursion. Und eine Sache, die wir gelernt haben, ist auf einen Gletscherschwund. Und dann wollte ich einfach mit denen sagen, dass der Klimawandel gerade super aktuell ist und wir jetzt was machen müssen. Du wirst nicht lernen, das wird halt passen. Herzlichen Dank. Es war der erste Song, da geht es um Klang und Formen. Mhm. Was ist denn so das Thema jetzt drin? Was sprichst du an? Also, ich merke, du bist auch nicht, die was Botschaften will weiterbringen, oder? Ja, schon. Also Sounds and Shapes habe ich geschrieben, als ich direkt von einem Roadtrip von Portugal nach Innsbruck gezogen bin. Da hast du ja eine extreme Freiheit gehabt und dann auf einmal in der Stadt die ganzen Klänge und Farben. Und das war so viel, so ein Rausch. Irgendwie. Innsbruck ist jetzt nicht so groß, aber trotzdem war es halt ein großer Kontrast. Und eben in Sounds and Shapes beschreibe ich einfach meine Gefühle, wie es mir da gegangen ist in der Umfangszeit, wo ich in Innsbruck angekommen bin. Und wie ist da gegangen? Es war schon gewöhnungsbedürftig in Umfang, aber man gewöhnt sich dann gleich mal ein, muss ich sagen. Genau. Du studierst Geografie. Ganz also genau. Ich in der Vorbereitung habe irgendwie versucht, Geografie und Musik Kreatives zusammenzubringen. Etwas habe ich schon gefunden. Also kann sein, dass du da die Städte studieren willst, wo du auftreten willst in Zukunft. Okay. Warum Geografie? Ich glaube, das kann man eben ganz gut zu dem Thema wieder zurückbringen. Ich habe mir gedacht, wenn ich nicht Musik studiere, dann will ich was studieren, was einen Sinn hat. Und Musik würde keinen Sinn für dich machen? Doch, voll. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt für ein Studium gerade geeignet bin, um Musik zu studieren. Wegen Geografie etwas, was mit Sinn verbunden ist, wo man vielleicht dann auch was machen kann, auch wenn allein ganz im Kleinen, dass man so seinen Beitrag dazu erleichtern kann. Ganz genau. Sehr wichtig. Die neue CD, die EP, mit Tide, habe ich mal aufgeschrieben, heißt sie, ist gerade rausgekommen? Ganz im genau. September. Der ist jetzt vor und zwei Wochen rausgekommen. Fünf Songs sind drauf, neue? Vier Songs sind vier. Drauf. Genau, also die vier Songs sind eigentlich in den letzten vier Jahren sehr entstanden und das ist jetzt eine Sammlung von Songs. Und ich kann es kaum glauben, dass es jetzt einfach draußen ist. Das glaube ich. Das ist wie eine Geburt, oder? So quasi, fast wie eine Geburt. Ja, genau. Oder? Man wartet so lange. Also es ist ja so ein langer Prozess, bis man es geschrieben hat, aufgenommen hat, bis man jemanden gefunden hat, der einem hilft, es zu veröffentlichen und bis sie dann auch wirklich draußen sein. Jetzt glaube ich, haben wir sechs Monate lang gewartet, bis sie endlich draußen sein. Und das ist immer so ein tolles Gefühl, dass sie endlich draußen sind, dass man jetzt auch nach so langer Zeit mal wieder live spielen kann. Das ist ganz krass. Ich habe das davor, während wir zugekocht haben, mit der Manu besprochen. Man sieht es euch wirklich ins Gesicht geschrieben, die Freude, endlich wieder zu spielen. Ja, es hat gefallen. Mitheit. Was bedeutet Mitheit für dich? Was willst du damit sagen? Heißt wortwörtlich einfach zwischen die zwei Gezeiten zu stehen. Und man huckt einfach wie auf einen Zaun, man weiß nicht, auf welche Seite hin. Und in den Liedern geht es ganz viel um Selbstreflexion, einfach auch selbst zu verstehen, wo will ich eigentlich hin. Und dann ist es dann oben eigentlich ganz passend, einfach so zwischen zwei Stühle zu hucken mit Zeit. Mhm. Wo will ich eigentlich hin? Das ist ja nicht nur eine wichtige Frage im Leben, oder? Ja, ich glaube, eine der wesentlichen. Und hast du die Antwort schon gefunden? Nein, aber ich glaube, das Leben, keine Ahnung, es sind so viele Veränderungen die ganze Zeit und so viele Inputs und ich glaube, man muss sich einfach ein bisschen treiben lassen und einfach schauen, wo man landet dann. Ne? Mhm.
Dazu brauchst du Mut, Vertrauen. Auf jeden Fall. Mut hast du nicht allen gehabt, weil ich mal rausgelesen, du hast brutales Lampenfieber. Also ich habe von denen jetzt gar nichts gemerkt. Nein, jetzt mittlerweile geht's eh, aber in Anfang, weil ich angefangen habe, war echt eine extreme Hassbeziehung, die Bühne. Also kurz bevor ich auf die Bühne gegangen bin, war ich so, oh mein Gott, jetzt falle ich gleich um, das packe ich gar nicht. Und mittlerweile habe ich schon Selbstvertrauen entwickelt, zu sagen, so, jetzt gehe ich auch, ich kann das, glaube ich. Ich versuche es mal. Und wegen dem geht es jetzt eigentlich schon. 2019 ein wichtiger Moment für dich? Ja, ganz, ganz wichtiger Moment. War das so ein bisschen ein Sprungbrett? Auf jeden Fall. Würdest du so bezeichnen? Ja, weil ich habe davor Musik gemacht, wirklich allein in meinem Zimmer. Meine Mama guckt heute auch durch, sie kann es beweisen, auch in meinem Zimmer drin. Okay. Ja, gutes Live-Radio, oder? Doch nicht. 2019 natürlich der Sieg des Uploads, ganz muss man genau. dazu sagen. Ja. Und das war so das erste Mal, wo wirklich eine professionelle Jury da gesessen ist. Und da haben wir Leute von der Sony Music, Universal Music, also wirklich wichtige Leute drin gehabt, die einfach gesagt haben, so, oder mir auch Sachen gegeben haben, hey, vielleicht soll ich wirklich einmal das ein bisschen ernster nehmen. Und gesagt, getan. Und seitdem eigentlich, ja. Dementsprechend hast du auch gute Kontakte knüpfen können jetzt für diese Produktion. Ja, kriegst du jetzt Unterstützung? Genau, ich habe eine ganz große Unterstützung gekriegt, was jetzt die Produktion von der CD angeht. Also ohne Upload-Out war, war das niemals möglich gewesen, dass heute Lierlein da draußen gut, dass es den Upload-Wettbewerb gibt, oder? Ganz genau. Man möchte es dir nicht zutrauen, aber du kochst auch gern veganer Curry, habe ich gelesen. Ich habe erst gemeint, ich habe mich verlesen, aber wie soll das ausschauen? Ah, ist super gut. Also man macht einfach einen Kirschenkauf, schaut, was man findet, haut einfach alles in den Pfand so. Und das war's. Und einfach Curry drüber, das ist ein veganes Curry. Bist du Veganerin? Ich bin ja, seit mittlerweile fast 4 Jahren bin ich vegan. Was ist passiert? Ah, eigentlich, ich war schon ganz lang vegetarisch und dann irgendwann habe ich mir mal so ein Video angeschaut. Das war in Australien, ich war 1 Jahr lang in Australien. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich war es nicht ganz verkehrt, vegan zu leben, besonders was die ganze Nachhaltigkeit angeht und wegen den Tieren. Mhm. Und dann habe ich gesehen, das ist eigentlich das einzige Richtige, was man machen kann. Und das schmeckt? Es schmeckt Hammer. Curry. Schnellcurry essen. Kommen wir nochmal zurück zum Anfang. Im Prinzip, ich habe die angekündigt, freuen Sie sich mit mir auf Sommer, Sonne, Sonnenblume. Mhm. Fällt da noch was oder beschreibst du das, was du so gerne bist, liebst, tust? Voll, voll. Ja, also mir gefällt es auch besonders mit der Musik. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, wenn man einfach eine Connection, eine Verbindung aufbauen kann. Wegen seinem Sommer, Sonne, Sonnenschein, passt ganz gut. Das heißt auch mehr lieber Sommerurlaub oder weniger Winterurlaub? Ah, oder? Auf jeden Fall. Nur Sommer. Nur Sommer. Musik. Welche Arten von Bühnen liebst du jetzt am meisten? Also sagst du Straßenmusik, kleine Bühnen, große Bühnen? Weil es ist ganz schwer, weil es hat jedes hat was. Aber für mich als bis jetzt noch Solo-Künstlerin habe ich schon ganz gern kleine Locations. Einfach, weil man viel verbundener ist. Jetzt habe ich erst am Donauinselfest in Wien gespielt, mit Band das erste Mal. Und das ist dann schon auch nochmal ganz, ganz eine eigene Erfahrung. Und ich glaube, das kann man gar nicht vergleichen, weil es einfach so verschiedene Erfahrungen sind. Ich glaube, ein bisschen verbärt. Und wenn man auch mit so einer unfassbar guten Kellerkapelle spielen darf, wie ist das heute? Es ist ein Spitze, es ist echt so wunderschön. Mhm. Es hat ganz kurz lang gepoppt, ich glaube eine halbe Stunde, Stunde. Ja, also das haben wir durchgespielt, das war es. Also. Und der Funken ging über. Mal schauen, was heute noch passiert. Das ist das erste Lied durch. So, jetzt stellt mal auf dem Programm. Geografie, vegan ernähren, was für einen Klimawandel tun, was ist jetzt noch Ziel? Jetzt ist die EP mit 4 Songs raus, kommt ein großes Album auch noch? Ganz genau. Ja, es ist was in Planung, wir sind was beim Produzieren, aber ich glaube, ich verrate noch nicht so viel. Schreibst viel? Allerweil habe ich nicht so viel geschrieben, weil ich noch nicht so viel Zeit gehabt habe wegen der Uni. Einfach oft einmal kommt so alles zusammen, alles auf einmal, aber dann kommt wieder die Zeit, wo man viel zu schreiben hat. Aber ich habe schon ganz viel geschrieben und jetzt fallen noch 2, 3 Songs, dann hätten wir eigentlich eine gute Sammlung. Und jetzt hast du echt schon was verraten. Also, ja, eigentlich schon viel zu viel. So leicht geht's. So, Jasmin, das waren so meine Fragen. Jasmin Franceschini alias Hinjant. Sie strahlt auch wie die Sonne, unsere Manuela, und bringt die Bierdeckelchen, denn unser Publikum schreibt euch ja Fragen an die drauf. Das heißt, wir haben jetzt keine Verantwortung mehr, oder? Nein, das ist nicht unsere Schuld jetzt, was kommt. Also, was sind deine Wünsche für die Zukunft? Für die Menschheit, wow. Für die Menschheit? Ja.
Boah, das ist ein großer Frust. Ja, absolut. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass jeder zufrieden einfach ist mit dem, was er macht und das, was er hat. Und ich glaube, wenn jeder zufrieden ist, dann das beiträgt dann auch wieder dem allgemein gut irgendwie, ja. Absolut. Absolut. Wer hat dich gefragt? Wer hat die Frage gefragt? Vielleicht will er auch noch wissen, wie man zufriedener wird. Was kann man zentieren? Veganes Curry essen, okay. Meditieren den ganzen Tag. Den ganzen Tag meditieren. Yoga machen. Aber was machst du, dass du zufrieden bist? Ah, die Musik gibt mir ganz, ganz viel. Okay. Gib uns viel Musik nachher von dir, dann werden wir alle zufriedener. Mhm. Wie stellst du dir eine nachhaltige, ideale Zukunft vor? Ich glaube, das ist ganz, ganz schwer, weil gerade auch ganz viel Politik im Weg ist, sagen wir so. Aber jeder soll einfach sein kleines Beitrag. Und ich glaube, dann kann man eh schon ganz, ganz viel bewirken. Was war dein erster Tipp, was du so gegeben hast? In Tipp, einfach ein bisschen im Haushalt schauen, was man verwendet, was man nicht verwendet, hält schon etwas. Genau. Und einfach drüber reden, dass man einfach auch aufmerksam macht. Genau. Ich glaube, noch eine. Ja. Wie alt warst du, als du das erste Mal auf der Bühne standst? Ich war in der Musikschule einmal gehabt, oder bin ich gegangen, und da war ich 12 und dann war ich das erste Mal mit der E-Gitarre auf der Bühne gestanden. Und du hast es gehasst? Nein, aber es war eigentlich ganz okay. Okay. Es waren also zwei Leute, deswegen ist es schon lange. Und damit hast du das Trauma schon bewältigt gehabt im Prinzip, da muss ja mehr Leute kommen und alles problematisch geworden. Tja, Jasmin Franceschini, herzlichen Dank. Danke. Danke, Jasmin. Fürs Aufmerksam machen für ein wichtiges Thema. Das wird interessanterweise noch heute noch ein paar Mal Thema werden. Ah, deswegen ja. Aber mehr spannend. Ja, absolut. Du hast einen Song mitgebracht und zwar geht es um die Erleuchtung. Lights you up. Die Erleuchtung. Oder? Warum so? Ungefähr. Also das Lied habe ich für meine beste Freundin geschrieben, die nicht gerade dann unbedingt gleich die Zeit gehabt haben. Und den Song sage ich einfach, ja, wie toll sie ist. Und genau. Das braucht es auch. Ja. Helian, bitte auf die Bühne. Und dann frei mir den Titel anzusagen, denn jetzt gibt es auf die Ohren Lights You Up aus ihrer neuen EP Midnight. Hier ist sie, Heliant. Set a fire, crawl under your skin. I let you know how beautiful you are. Said I wish I lied to you. You're caught between the tides. So rest your tired eyes. No, I'm here by your side. If it feels like you're running out of time, oh, rest your tired mind. No, I'm here by your side. That spark in your eyes, it lights up the night. Oh, I swear it shines so bright. Breathe in and wind, you've got flowers on your mind. One like you is hard to find. If it feels like
In der Südtiroler Hockeyszene kennt ihn jeder. Man nennt ihn den Eishockey-Verrückten aus dem Bustertal. Er ist Sportbarbesitzer, Pressesprecher des HC Bustertals und leidenschaftlicher Hockey-Trikotsammler. Herzlich willkommen, Patrick Batzer Kirchler. Hoi. Ja, magst du trinken? Was fragt man einen Baristen, was mag er trinken? Hinter meinem Pudel sehr, sehr selten, aber jetzt gerne ein kleines Bier. Ja, fein. Danke. Du hast was mitgebracht. Ich habe was mitgebracht. Ich muss ein bisschen authentisch bleiben und ich habe noch nicht lange überlegen gemisst. Okay. Nicht lange nachdenken gemisst. Einmal ein Buch, natürlich kein Bestseller von der Rosamunde Pilcher, sondern mein eigenes Buch, yeah. Was erst kürzlich erschienen ist. Ja, yeah. Herzlichen Dank. Okay. Und zum Zweiten muss ich einfach als Markenbotschafter in so ein Maskottchen mitbringen. Das ist der Rufus. Wir haben uns einen Ständer besorgt sozusagen. Und den stelle ich da auch ein. Okay. Jetzt. Und das ist in so ein Maskottchen, was ich ein bisschen mitkreiert habe vor vielen Jahren und auf das ich ein bisschen stolz bin, dass das inzwischen in der Sportwelt richtig angekommen ist. Das glaube ich wirklich angekommen, dank deiner Hilfe. Patrick, wenn ich eingangs gesagt habe, der hat Eishockey direkt im Blut, bist du als kleines Kind in einen Eiswürfelkübel eingefallen? Ja, also ich muss vorausschicken, Eishockey im Blut haben Hunderte und Tausende und Millionen andere. Ja, aber nicht so viel wie du. Ja. Sei schon, okay. Gebe zu. Ja, in der Tat bin ich als kleiner Bub Eishockey schauen gegangen. Ich habe es selber nicht gespielt und selber ist vielleicht sogar ein bisschen ein Vorteil gewesen, weil während meiner Kumpels mit 16, 17 das erste Mal schon Stuff waren, von dreimal in der Woche trainieren, bin ich erst so richtig auf Touren gekommen und ich habe praktisch mehr oder weniger im Eishockey-Leben fast alles getan, leider selber gespielt. Danke. Damit wir jetzt ein bisschen einen Überblick kriegen, was du alles tust, weil es ist ja schwierig, die einzuordnen. Also das können wir vielleicht sogar vielleicht finden wir am Ende unseres Tags noch Berufsbezeichnung. Ja, was hingeht. Ich tat, wenn du einverstanden bist, ich tat jetzt ein Video zum vorspielen oder einspielen, das ein guter Freund von uns beiden geschnitten hat, und zwar der Stefan Gediener, unser Regisseur, denn der überträgt auch für euch draußen die Spiele oder schafft draußen an der Hockey-Regie und er hat das zusammengeschnitten. Und ich tat die bitten, kommentiere das mal ein bisschen so, was du da tust, damit die Leute das sehen, was es ist. Okay. Jetzt. Ja, das ist natürlich die Einleitung, die Pre-Game-Show vor dem Spiel, dort ein bisschen die Zuschauer anpeitschen, die Spieler aufrufen, schau, Feuer und Fans, was jubeln, also das ist ein bisschen... Spielt der Geige? Okay, da spiele ich Geige, natürlich nicht in echt. Da schießen wir ein bisschen herum, da haben wir einen Fuchs erschossen, die Füchse sind aus unserer Landeshauptstadt. Aha. Und die Wölfe sind natürlich ihre Todfeinde sozusagen. Da haben wir Pre-Game-Shows aller Art als Superman verkleidet. Also ich mache ein bisschen, den Hampelmann kann man nicht sagen. Aber halt, Hockey Narr hat da mal jemand geschrieben über dich? Hockey Narr, man kann vieles sagen, aber wie man sieht, macht mein Publikum da mit.
Und ja, jetzt bin ich derzeit sehr, sehr nervös, weil das nicht mein Publikum ist. Schau, die Steffi Buchli haben wir da. Das ist eine bekannte Sportjournalistin oder Moderatorin. Ja. Eishockey-Trikots sammle ich auch. Und das ist die Vollgas-Stimmung, wie man mich vielleicht kennt. Du auch? Borat, ja. Im Borat-Kostüm. Im Borat-Kostüm. Ja. Genau. Ja, und dann verweilst du auch ganz gern mittels im Eis und lass das mal auf dich wirken. Da war auch ein emotionaler Moment rein, wo man dich gesehen hat mit dem Handy, wie du das filmst. Das war das letzte Spiel im alten Stadion. Das heißt, HC Pustertal oder die Brunnecker, die Pustertaler leben jetzt ihren Traum. Deshalb ist jetzt das neue Stadion. Wenn man sich jetzt auch von etwas Altem trennt, ist schon mal schwierig. Jetzt war das ja im Prinzip dein Wohnzimmer, denn du hast dort rein die Bar und lebst dort rein. Ja, natürlich war es das Wohnzimmer, aber wenn man, das ist so wie vielleicht mit einer alten Bar oder einem alten Schloss. Jeder möchte gern drin wohnen in einem alten Schloss, aber wenn es nur von der Decke tropft, dann denkt man echt, wow, wäre ich in einem Neubau zu wohnen. Also uns hat es ganz gut gefallen, in alten Rennstadion Feste zu feiern, authentisch zu sein. Die Wölfe haben in den Stadion wirklich gewohnt und viele Generationen von Kindern, Sportlern, Eishockey-Profis oder auch Mitarbeiter haben in den Stadion gelebt und trotzdem hat sich jeder irgendwann einmal geärgert über die Maus, was durch die Kabinen durchgerannt ist oder wenn es von Dach getropft hat. Also ich denke, das ist alles gut gegangen, wie es gegangen ist zuletzt. Und das Gefühl jetzt, dieses neue Stadion endlich zu haben und in Einsatz zu haben? Es war ja ein langer Weg. Nicht? Also natürlich sind wir jetzt im neuen Stadion, aber es hat ja 10 Jahre gedauert und vor 10 Jahren, bald wir das erste Mal ein bisschen Druck gemacht haben in der Gemeinde und bald das konkreter geworden ist, haben einige gesagt, boah, Patzer, das dauert ja 10 Jahre, bis das Depot der Stirn hat. Und dann habe ich das nicht für möglich gehalten, aber es hat, wirklich 10 Jahre gedauert. Ja, aber von seinem her sind wir schon ein bisschen umgekommen. Ja. Du hast in der Zwischenzeit, unter anderem bist du auch Buchautor. Du sagst zwar, es ist kein Bestseller, aber das stimmt nicht ganz. Weil wenn man so mit den eingefleischten Hockey-Fans im Pustertal spricht, aber auch Profis, Hockey, weil du hast da ja extrem viel Arbeit getan. Die haben gesagt, das ist ein, ich will nicht sagen ein Kunstwerk, aber das ist wirklich ein Zeitzeugenbuch über die letzten Jahre Hockey. Was kann man da auslesen? Auch im Fall, wenn man nicht ein HC-Pustertal-Fan ist. Natürlich sind die Erstkäufer, die Hardcore-Fans gewesen in den ersten paar Tagen. Ja. Inzwischen habe ich festgestellt, dass das inzwischen auch in der guten Stube des HC Bozen oder HC Meran-Fan oder auch in Ausland, da mal viele Interessierte gelandet ist. Also von den her muss ich schon sagen, hat mich überwältigt und freut mich natürlich. Wobei, ich muss ganz klar sagen, es war eine Schweinearbeit. Ja, das können wir vorstellen. Ne? Okay. Und ohne einen Lockdown hätte es das wahrscheinlich nicht gegeben. Also einem ist wirklich der Startschuss gefallen, hat man eine Zeit gehabt, hat man auch keine andere Wohl gehabt. Die Freundin war so, in Seis so festgenommen, die Familie. Und du hast mir es nach Ruhe geben. Ich mache mir eher wie ein Sam sagen. Ja, ja. Also Leierbuchschreiben wird ja auch wieder zu wenig gewesen sein, oder? Was hast du in seinem Zeitzisch getan? Die Nächte um die Ohren geschlagen mit dem Schreiben und untertags ein bisschen nachgeschlafen. Und selber in der Pandemiezeit, die Bar war zu, die Meisterschaft ist auch gesagt worden. Also man muss ganz klar sagen, ohne Pandemie war das nicht so zustande gekommen. Zuletzt außen natürlich war es noch so eine Kleinigkeit, ein paar Statistiken, ein paar Vornamen von den 60er Jahren, was noch gefehlt haben. Und am meisten freut mich halt allem, wenn die, Entschuldigung, wenn ich sage, die alten Säcke, die was früher in dem Verein gespielt haben, oder die alten Eishockey-Stars, die was in die, was es zugeschickt haben, wenn die ein Kompliment da geben, nachher ist das natürlich sehr viel wert. Das ist ja 13, oder? Ja, genau. Spricht für die, dass ein Bestseller ist, zumindest unter Eishockey-Fans. Jetzt muss ich aber schon ein bisschen in die Bohren auch, nicht? Bei allem Verständnis für das Leben für einen HCP, jetzt habe ich es aber noch nie. Jetzt weiß ich, Meisterschaft gewonnen. Wie wäre tut denn das? Es ist irgendwann einmal ein bisschen ein mentales Problem geworden. Jetzt reden wir da in der Sportsprache. Muss sagen, irgendwann beim dritten oder beim vierten Finale haben wir uns gedacht, hätten wir als Erste damals 2011 gewonnen, weil dann war es vielleicht alles ganz anders gekommen. Also die Angst vor dem Verlieren, glaube ich, ist ein bisschen in die Köpfe von den Hauptprotagonisten. Vielleicht bin ich auch dabei. Abseits von Eis, aber auch bei den Spielern, vielleicht ist das ein bisschen schwere Beine gemacht oder in entscheidenden Momenten mitgespielt. Heißt aber, dass ich nicht weniger stolz bin, dass man da auch ein bisschen
Authentizität kriege, ja, oder auch einen Charakter kriege. Das ist ein gefährliches Wort, Chapeau, das kannst du. Du magst weitermachen. Ich muss sagen, dass ich gewiss dann, dass du mit denen heimkommst. Und ich, die Frage beantworte ich oft, wieso habe ich es nie gewonnen? Und ich muss sagen, das ist ein Teil unserer Story. Und jetzt war ich ja gerade erst einmal ein Vortrag in unserem Business Club und da hat ein Berater von Team Trump gesagt, die Amerikaner haben einfach auch das Folieren als Businessplan drin. Also so man muss auch folieren lernen, folieren können und dann wieder ausstehen. Und da sind wir alle wieder aufgestanden. Und vielleicht sind da unsere Leute im Verein und die Spieler, die was lange dabei waren, vielleicht synonym dafür, dass man sagt, ja, trotz Verlierer gehen oder trotz Fehlern. Ja, und irgendwo mit neuen Stadion und mit der neuen Liga sind wir ja auch belohnt worden, weil wir sind fast weiter wie so mancher Gewinner in der Sportszene. Tatsa, abschließend, wenn du versuchst jetzt mit maximal 5 Worten deine Berufsbezeichnung, jetzt haben wir es ein bisschen durch, die Leibeln fallen, es fallen ganz viele Sachen. Pressesprecher, ja, haben wir noch eine Stunde Zeit, oder? 3, ja, wenn du willst. Aber nicht heute. Wenn du jetzt mit 5 Wörtern versuchst, deine Berufung zu beschreiben, wie würdest du das beschreiben? Gastronom, aber fast gleich Hobby-Gastronom, weil ich verdiene zwar mein Geld damit, aber die arbeiten meistens andere. Ja. ein bisschen Journalist, nicht? Also durch Outdoor und durch Spielberichte schreiben und so weiter. Ein bisschen einfach Vollzeit-Vereinsmitglied, okay. Stadionverwalter in Alten Rennstadion war ich auch jahrelang, seit bin ich jetzt nicht mehr, habe ich auch gegeben mit dem Umzug ins neue Stadion. Ja, ich kann es ehrlich nicht sagen, wenn mich jemand nach meinem Beruf fragt, aber vielleicht die Berufung, sind wir gerade dabei zu erörtern. Das ist etwas anderes. Eishockey-Narr, auf jeden Fall. Im positiven Sinne. Patze, danke. Danke. Das war meine Frage. Jetzt, der Bierdeckel schaut aus wie ein Buck quasi, nicht der flachgedruckter. Und die Manu kommt mit einem flachgedruckten Buck mit Fragen dazu ins. Bald du davor die Fragen noch Jasmin gestellt hast, habe ich schon ein bisschen angefangen zu zittern. Und dann frage, ob sie es schon gewusst hat und ich noch nicht. Warum? Nein, das hat sie ganz spontan gemacht, so als Närmel geschüttelt. Das passt ihm gar nicht, dass er die anderen schafft. Überhaupt nicht. Kontrolle, gell? Wenn du ein Trikot kriegst, ist es verschwitzt? Meistens schon. Und Zell macht den Wert für mich aus. Auch wenn es viele Leute jetzt nicht verstehen wollen. Ne? Stopp, wie viel Trikots hängen jetzt bei dir? Zwischen 800 und 900 und alle sind getrogen und ungewaschen? Nein, schon gewaschen, aber halt getragen. Getragen. Okay, wir wollten erklären, weil das haben wir davor schon mal gemacht. Meinst du, die sind alle gewaschen oder stinken alle noch? Es ist ein eigenartiger Geruch in dem Logo. Okay, das vertiefen wir jetzt nicht. Was willst du mit denen machen? 800, 900, da wird irgendwann ein Museum draus und ein kleines Museum ist es ja jetzt schon. Ja. Es ist zwar ein bisschen ein Kammer, sagen wir mal so. Aber das ist schon auch ein Teil von meiner ganzen Geschichte, dass ich da ein bisschen weltweit auch noch für die großen Sammler bin. Definitiv, ja. Cool. Dann, wie lange wird in der HCP-Bar nach einem Sieg gefeiert? So lange, wie es die Polizei erlaubt, natürlich. Und vielleicht einmal 5 Minuten länger. Und der Herr Regisseur Stefan Gedina ist noch auch oft dabei. Hey, glauben wir, gell? Ja, aber höchstens 5 Minuten früher ist weg. Werden die Buster heuer Meister? Nein, soll ich definitiv fast auszuschließen. Kleine Dinge lassen wir. Aber wir sind dabei. Wie weit vorne, was waren so optimal, wo du sagst, das hat jetzt gleich unterschreiben, passt? Wir haben ein Saisonziel erklärt und das ist der 10. Platz. Wir spielen ja jetzt in der Eishockey League und nicht mehr gell? Und sozusagen in dem Konzert der Großen mit Wien, Bratislava, Innsbruck, Bozen, da war halbwegs mitspielen und in die Playoffs kam schon eine schöne Sache. Ja, das drücken wir euch die Daumen. Danke. Haben wir noch eine? Ja, das ist jetzt eine gute. Wie viel Schüchternheit steckt hinter der Fassade? Gerade jetzt war ich kurz einmal schüchtern, bevor ich bei Ihnen in die Sendung hineingekommen bin, weil, wie gesagt, ich bin es echt gewöhnt, alles selber zu inzitolen und zu dirigieren. Ich bin als Gast definitiv nervöser wie als Gastgeber. Warst du echt nervöser, als wir mit dem Borat-Kostüm vor tausenden von Menschen rauszugehen? Ja, definitiv.
Und mit dem Borat-Kostüm war folgendes, es war minus 8 Grad in Riens Stadion gehabt. Das war vergisst man gerne einmal ein bisschen. Ja. Vergisst man einiges. Natürlich gibt es allmal Musik bei dir im Stadion. Es ist natürlich auch ein elementer Show. Wenn du jetzt so ein junges, talentiertes Mädel hörst wie die Heliant mit der unfassbaren Stimme. Wahnsinn. Was macht das mit dir? Auch wenn du mich jetzt nicht gefragt hast, habe ich mir gedacht, da muss ich direkt ein Kompliment machen. Ja. Ich bin ja schon allein von Alter her nicht prädestiniert. Ich bin eher Led Zeppelin, AC/DC und völlig in normal, der Zeit ein bisschen völlig normal, ne? Hängen geblieben, ja, völlig normal. Habe aber draußen schon die Ohren ganz fest gespitzt und muss da Jasmin ein riesen Kompliment machen. Das hat schon große Klasse gehabt. Das Kompliment gehen wir gleich weiter. Jasmin, bitte, oder Helian, bitte auf die Bühne. Sie hat einen weiteren Song mitgebracht. Und der nennt sich Beaten Joes. Das waren jetzt unsere Fragen. Du bleibst jetzt noch ein bisschen halten da. Und ich freue mich auf dir noch. Danke, Patzer. Patrick Kirchler. Danke. Cause it's over,
It's over, it's over this time. The shivering in silence, letting the moments pass by. We're still here. Er ist Leiter des Instituts für Erdbeobachtung und Forscher an der EURAC Research. Im September 2020 gründete er mit Forscherkollegen die Scientists for Future Gruppe. Damit wollten sie die Fridays for Future Bewegung unterstützen. Der Klimaforscher weiß, auf welche Naturgefahren wir uns in Zukunft konzentrieren müssen. Jetzt heißt's Ohrenspitzen und aufgepasst. Herzlich willkommen, Marc Zebisch! Das ist also noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ja, oder? Diese total. Herzlich willkommen, Marc. Schön, Dankeschön, dass du da bist. Danke. Was darf man denn zum Trinken? Eine Weißweinschorle, bitte. Eine was? Weißweinschorle. Weißweinschorle. Du hast mal was mitgebracht. Ich habe dir was mitgebracht. Das hat ein bisschen Bezug zu uns zwei, weil ich war mal bei dir in der Sendung aufgelegt. In der Radio-Show, genau. Oh, das war auch aufgelegt. Das war auch aufgelegt. Scherben bringen Glück. Genau, und da haben wir auch sogar die Platte angehört. Jetzt gibt es eben zwei Sachen. Es ist Billie Holiday und man sieht, das ist aber russisch-kyrillisch. Die habe ich nämlich in Moskau gekauft in den 90er Jahren. Da war ich viel in der Ex-Sowjetunion unterwegs. Und darum habe ich jetzt ein bisschen das die Verbindung zur Musik. Ex-Sowjetunion ist die Verbindung, habe ich noch einfach zwei Fotos mitgebracht, damit man auch ein bisschen sieht, was ich mache. Ja. Das sind nämlich Bauern, das ist in Aserbaidschan, das ist in Tadschikistan. Und wir machen eben ganz viel Klimarisikoforschung und Bewertungen eben auch im Ausland, um so die Leute ein bisschen zu unterstützen, sich an den Klimawandel anzupassen. Und das fand ich einfach immer ein bisschen bewegend, wenn man jetzt den Leuten zum Beispiel, die haben gesagt, wenn es so weitergeht, dann müssen sie aufhören mit der Landwirtschaft, das wird zu trocken bei ihnen. Mhm. Und wir müssen ihnen erklären, woher das kommt, was ist der Klimawandel, was hat das verursacht und natürlich auch die ganzen Emissionen, die wir verursacht haben. Und das ist immer, ja, sind bewegende Momente, muss man sagen, wenn man sich anschaut, was da schon passiert. Oder zum Beispiel hier, das ist eigentlich ganz toll, warum sind da so viele Frauen? Das in Tadschikistan, das sind die Männer in Russland und die Frauen managen die Dörfer. Also die sind die Wassermanager, die managen die Felder. Das ist ja quasi die Welt in Ordnung da, oder? Da ist die Welt in Ordnung, wenn eben, da ist eher das nicht Problem das zu viel Klima. Wasser. Okay. Na, es ist toll da, aber eben da ist wirklich das Problem Überschwemmungen und ihre Dörfer waren halt immer häufiger überschwemmt, die Felder waren überschwemmt. Ja, ist so ein bisschen die Verbindung. Also das ist alles Ex-Sowjetunion. Cool. Auf diese Platte freue ich mich. Wir hatten da eine ganz angenehme Stunde, wir beide. Ja. Und haben da eher mehr über die Musik gesprochen, als über die Tätigkeit, die du hast. Ja. Jetzt ist ja da der sechste Sachstandbericht vom IPCC herausgekommen. Mhm. Habe ich das jetzt richtig zitiert? Und da kam mir ganz klar heraus, es ist schlimm. Um nicht zu sagen, es ist scheiße. Aber das Schlimme noch daran ist, es ist schlimmer als gedacht. Das heißt, das, was in 30 Jahren passiert wäre, beim letzten Bericht, passiert jetzt anscheinend schon in 10. Das heißt jetzt konkret. Kannst du uns da dann einen kleinen Umriss machen? Ja, also vielleicht erstmal ist wichtig, dass wir schon im Klimawandel drin sind. Das ist auch was, was in dem Bericht nochmal besonders betont wurde. Also das heißt, wir haben schon eine Erwärmung weltweit um 1,1 Grad, in Südtirol um 2 Grad. Das heißt, man kann das messen, also kann man eigentlich nicht mehr dran zweifeln. Was auch neu war jetzt an dem Bericht, dass man beweisen kann, dass wir diese Temperaturen, wie wir sie jetzt haben, oder den Anstieg seit den letzten 2000 Jahren mal sicher nicht hatten. Also auch wenn es immer mal wieder Warmzeiten gab, jetzt kann man wirklich belegen, so schlimm war es noch nie oder so warm war es noch nie die letzten 2000 Jahre. Und dann, was, glaube ich, ganz wichtig ist, und das hat man ja dieses Jahr gesehen, dass man eben mittlerweile auch belegen kann, und es geht immer um die Gegenwart, nicht um die Zukunft, dass eben weltweit Extremereignisse, also Hitzewellen, Hitzeextreme, aber eben auch Starkregen, Dürren, haben schon zugenommen. Also gibt es eine schöne Weltkarte in dem IPCC, wo man so wie bei Siedler von Catan sieht man so Rechtecke, mhm, und da sieht man eben die Gebiete weltweit, wo man schon diese Zunahme nachweisen kann. Und zum Beispiel hier bei uns in Mitteleuropa kann man eben schon Hitzeextreme nachweisen.
Hitzeereignisse und vor allem auch Starkregenereignisse. Und das ist ja das, was wir den Sommer jetzt eigentlich in Deutschland gesehen haben, aber auch ein bisschen hier in Seis. Wenn man jetzt sich das anhört, das klingt für mich so quasi mit Vollgas auf Stauende. Ist es so? Im Prinzip ja. Ich meine, vielleicht eher wie der Tanker, der auf den Eisberg zusteuert, weil mit Vollgas aufs Stauende könnte man noch bremsen und wird es vielleicht noch schaffen. Eben das mit dem Klima ist halt alles viel langsamer. Also alles, was wir jetzt machen, wenn wir jetzt zum Beispiel aufhören würden, wir sofort alle Lichter ausschalten würden, dann würde in der Atmosphäre das noch ungefähr 30 bis 100 Jahre verbleibendes CO2, der Meeresspiegel, weil das hat mehr mit Erwärmung zu tun, der würde sich wahrscheinlich noch 300, 400 Jahre erhöhen. Also das heißt, das Ganze ist verdammt langsam und drum muss man eben auch so dringend was tun. Also während man, selbst in Corona, konnte man noch ein bisschen auf Sicht fahren, kann man noch sagen, okay, jetzt Inzidenz ist über 50, dann führen wir die Maßnahmen ein, dann 14 Tage später sinkt es wieder. Gibt es denn auch das Ergebnis dazu und das ist ganz klar und absehbar? Das wird nicht funktionieren. Also wir würden sehen, wenn wir jetzt die Emissionen runterfahren würden, dann würden wir noch erleben, dass die Konzentration in der Atmosphäre langsam sinkt. Aber wir können nicht mehr zurück, das ist vielleicht wichtig. Also es gibt quasi keine Möglichkeit, wieder auf die Temperaturen zu kommen in der vorindustriellen Zeit, also 1850. Also da sind wir einfach drüber hinausgeschossen. Ja. Wir können jetzt nur noch das Ganze verlangsamen und das Ziel wäre halt eben, den Klimawandel auf diese berühmten 1,5 Grad Erwärmung zu begrenzen. Wichtig ist zu wissen, 1,1 haben wir schon. Also das 1,5 ist nicht von jetzt abgerechnet, sondern von vorindustriell und da bleibt eigentlich nur noch so viel übrig. Was macht denn das jetzt mit dir? Du hast Kinder? Ja, ich habe Kinder, ja. Du hast Kinder, zwei Stück. Du hast das Wissen, du kennst dich gut aus, du siehst schon, was passiert ist. Wie gehst du damit um? Also ich muss sagen, lange Zeit hat mich das nicht gestört. Da fand ich es einfach nur spannend, weil das war auch für mich ein bisschen was Abstraktes. Also es ist erstmal sehr auch ein spannender Forschungsgegenstand, wie das alles miteinander zusammenhängt. Eigentlich, glaube ich, hat bei mir so richtig, also wie bei vielen anderen, denke ich, hat jetzt eigentlich so richtig erst diese Kombination Corona, also wo man sich mal bewusst wird, hoppla, also das kann sich jeder noch an den Tag erinnern, weiß noch, wie es bei uns war, wo es dann auf einmal hieß, die Schulen schließen und machen auch nicht mehr auf, wo man denkt, das kann doch nicht sein. Also fast so ein bisschen wie so ein 11. September-Moment, wo man denkt, das gibt es doch nicht, was passiert denn jetzt gerade? Und dann fahren 14 Tage später, fährt das Militär auf der Taifa lang und die Durchsagen kommen. Ich glaube, wenn man das mal diesen Schock jetzt so ein bisschen in den Knochen noch hat, da kann man sich besser vorstellen, was denn das heißt, wenn auf einmal alles anders wird. Also das hat mir tatsächlich, sagen wir mal, ein bisschen Angst auch gemacht oder die Bedenken erhöht. Also dass man einfach selber mal merkt, hoppla, ja, es kann sich alles ändern. Und dann halt schon tatsächlich jetzt die Unwetter oder die Extreme in den letzten, eigentlich im letzten Jahr. Also für mich ist immer das wirklich herausragendste, da ist eigentlich in Kanada, wo es 49,8 Grad oder sowas war, fast 50 Grad, in Kanada, nicht in Saudi-Arabien. Ja, und natürlich auch in Griechenland und vielen anderen Orten. Sizilien war 48,8 Grad, die höchste je in Europa gemessene Temperatur. Also das war wirklich ein Jahr der Rekorde. Und dann aber noch, also das ist Hitze, das kriegt man vielleicht. Aber sind wir als Menschen überhaupt gemacht, dass das dann überhaupt durchzustehen oder überhaupt zu leben unter diesen Bedingungen? Geht das? Also gut, 48,8 Grad natürlich nicht mehr, aber also die Menschheit würde das schon überleben. Also die Frage ist nur, kommt man mit einem blauen Auge weg oder mit ein paar gebrochenen Knochen? Wer überlebt? Wie verteilt sich das auf dem Globus? Also ich glaube jetzt nicht, dass das Ende der Menschheit wird, aber es wird schon ein ganz schöner Schock werden, wenn wir so weitermachen. Also wichtig ist ja jetzt... Was müssen wir dann jetzt schnell machen? Ich glaube jetzt ja, ganz einfach. Also es ist ja wirklich ganz einfach und offensichtlich. Und man weiß auch schon lange, wir müssen mit den Emissionen runter. Ja, das klingt aber einfach. Das klingt einfach. Also es ist radikal, aber einfach. So, sagen wir mal so. Also es ist einfach, weil es jetzt nicht so kompliziert ist. Ich meine, es hängt eigentlich nur von hauptsächlich von CO2, auch von anderen Gasen ab. Aber der Prozess ist einfach. Also da haben wir ein, zwei Treiber, die muss man halt komplett ausschalten. Und das heißt halt, dann, deshalb ist es radikal, dass wir eben diese sogenannte Klimaneutralität erreichen müssen. Also das heißt, wir müssen komplett auf Netto-Null-Emissionen, also dass nur noch so viel emittiert wird, das ist aber nur noch ein ganz kleiner Teil, wie zum Beispiel durch die Biosphäre natürlich aufgenommen wird, sodass eigentlich eben wie auf dem Konto, dass halt die Bilanz null ist. Und das müssen wir eigentlich, und das ist auch neu in dem IPCC, in den nächsten 10 Jahren schaffen. Also so viel Zeit haben wir noch, wenn wir das nicht schaffen, dann landen wir über 1,5 Grad und dann wurde auch schon berechnet, was dann alles passiert. Dann sterben 95% der Korallen ab und so weiter und so fort. Also da fängt es dann schon an, katastrophal zu werden. Also
Fußabdruck. Ich glaube, alle wissen so, die Schuhgröße habt ihr auch so präsent, oder? Das wisst ihr. Jetzt gibt es ja noch einen Fußabdruck, und zwar den CO2-Fußabdruck. Der hat damit ja nichts zu tun. Weiß man da, kennst du es denn? Hat jeder seinen eigenen CO2-Fußabdruck zum Beispiel schon mal berechnen lassen? Ja, ein paar nicken, ein paar weniger nicht, ein paar mehr schon. Ja. Wie wichtig ist das, dass man ein Bewusstsein schafft, was man da jetzt wirklich an CO2 verballert? Ja, also ich glaub, und wie kann man das überhaupt messen? Also das muss man nicht messen in dem Sinne, das kann man berechnen, indem man eben abschätzt. Es gibt Rechner auch von der Klimahausagentur hier. Also wenn man CO2-Rechner Klimahausagentur googelt, findet man das sofort. Im Prinzip gibt man da an, was man für ein Auto fährt, wie viel man fährt, wie man sich ernährt, wie man wohnt, wie man heizt. Also alles, was halt eben Emissionen verursacht. Und daraus wird dann ausgerechnet, wie viele Tonnen CO2 pro Jahr, mal so ungefähr, das ist natürlich nicht ganz genau, emittiert. Und ja, da landen wir in Mitteleuropa so im Durchschnitt so bei irgendwo zwischen, sagen wir mal, 6 und 10 Tonnen. Zum Beispiel ein Inder landet ungefähr bei 1 Tonne, also nur vielleicht die Größenordnung. Amerikaner vielleicht so bei 20 Tonnen, also geht auch noch nach oben, weil es auch noch schlimmer. Ich glaube, es ist hauptsächlich, um das sich mal bewusst zu machen. Und wenn man sich das anschaut, dann, sagen wir mal, so bei einem durchschnittlichen Europäer macht der Konsum ziemlich viel aus. Also so die Hälfte bis 2/3 macht rein Konsum aus. Also alles, was man so kauft, jetzt nicht Lebensmittel, nicht Ernährung, sondern... Schon, aber ich stelle mir irgendwie die Frage, wahrscheinlich der ein oder andere wird mit einem Dieselfahrzeug hierher gebracht. Das ist ja kaum Verbrecher, ist aber ganz normal. Und er weiß ja auch, oder sie weiß ja auch, was es damit tut. Das heißt praktisch, wir wissen seit der Veröffentlichung oder das Statement von Ulrika de Beiner, das ist eine Kollegin von dir von der EURAG, die gesagt hat, ja, auch bei uns in Südtirol ist es schlimm, wenn nicht schlimmer. Und der erste Grund dafür ist der Verkehr. Mhm. Also wir fahren mit dem Auto, mit dem Diesel und denken uns eigentlich dabei nichts. Ja, okay, wobei da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, weil bei dem Fußabdruck, bei dem individuellen, ist gar nicht unbedingt der Verkehr das Schlimmste. In Südtirol, die Emissionen, die in Südtirol entstehen, da ist der Verkehr am schlimmsten. Ja, aber trotzdem, hier fahren wir wahrscheinlich hier in die Kellershow, fahren wir mit dem Auto. Normal. Ja, okay. Also stimmt erstmal drum... denke ich mal, es kommt auf 2 Sachen an. Also wir müssen natürlich alle unser Verhalten ändern, klar. Bloß, das wird nicht freiwillig und nur durch Engagement gehen. Also wir kämen nie auf null. Also auch ein normaler Bürger, also wenn ich einfach mich hernehme, wir wohnen in einer Mietswohnung mit einer Ölheizung, da habe ich ja gar nichts, kann ich ja gar nichts machen. Drum denke ich, es ist einfach viel einfacher, wenn man wirklich wie bei einem Spiel die Spielregeln ändert. Und eben zum Beispiel Muss diese Spielregeln ändern? Also natürlich die Politik, aber angetrieben von den Bürgern, das ist, glaube ich, wichtig. Eben einzeln, das kann ja nicht funktionieren. Ja, vor allem müssen die Bürger das halt einfordern und dann auch dahinter stehen, wenn da die Maßnahmen kommen, weil das wird schon eine starke Veränderung bedürfen. Aber jetzt beim Auto ist es relativ einfach, man darf halt einfach keine Benzin- oder dieselgetriebenen Fahrzeuge mehr zulassen. Und das ist ja auch schon geplant, also ab 2035 sollen keine Benzin- oder Dieselfahrzeuge mehr zugelassen werden dürfen in der EU. Ist schon beschlossen irgendwie worden. Sollte sich das nicht anfühlen wie ein Verzicht, sondern, oder? Weil ja, ich glaube, über Verzicht ist immer negativ. Also, ja, sagen wir jetzt am Ende noch was, Marc, dass ich auch gute nach Hause kommen kann. Nee, da bin ich ein bisschen, ein bisschen allergisch, dass man nicht Verzicht sagen darf. Interessant ist, dass sogar der Arnold Schuller und der Arne Kompatscher, die haben beide jetzt im Fernsehen gesagt, wir brauchen auch Verzicht. Also fand ich ganz interessant. Bloß, dass der Verzicht darf sich nicht anfühlen, wie die Arschbacken zusammenkneifen. Also Verzicht kann ja auch heißen, wenn ich auf Fleisch verzichte, fühle ich mich vielleicht besser. So, also ist ja auch so. Genau, also darum geht es eigentlich darum, also de facto müssen wir natürlich Dinge abschaffen. Bloß anfühlen soll sich natürlich erst, dass wir dann ein besseres Leben führen. Also wenn kein Stau mehr auf der Autobahn ist zum Beispiel, wenn die Luft besser ist, wenn ich wirklich mehr Grün in der Stadt habe, wenn weniger versiegelt ist, wenn die Lebensmittel mehr aus Südtirol kommen, das regional ist, wenn ich zu den Bauern hingehen kann und sehen kann, wo das herkommt, wenn es dann alles bio ist und nicht nur besser schmeckt, sondern gesünder ist, das ist ja eine tolle Welt. Also man kann sich eigentlich diese Welt sehr gut vorstellen. Eben, das ist jetzt für mich nicht mehr Verzicht, sondern das ist schon quasi sexy. Das ist schon ein Lebensgefühl. Marc, abschließend, gib mir ein bisschen Hoffnung. Kriegen wir es hin? Also ich glaube, ehrlich gesagt, wir werden nicht mit einem blauen Auge davonkommen, sondern wir werden uns ein paar Knochen brechen. Dann hoffe ich, dass wir so rechtzeitig dann noch die Lehren draus ziehen, dass wir es überleben. Deine Worte in Gottes Ohren. Marc Zewisch. Jetzt gibt es die Fragen von unserem Publikum. Okay.
Und ich kann mir jetzt vorstellen, nach diesem Vortrag, nach diesem Wissensvermittlungsversuch hier bei mir, gibt es sicher viele offene Fragen, oder? Ja. Oder geschlossene? Offene. Schauen wir mal. Was machen Sie persönlich gegen den Klimawandel? Also ich bin Vegetarier, jetzt nicht vegan, aber vegetarisch immerhin. Bio-Kistel Südtirol, sodass das schon mal alles passt. Autofahren so wenig wie möglich, eigentlich auch Dienstreisen mit dem Zug. Also ich fahre auch nach Kopenhagen mit dem Zug, wenn es sein muss. Mhm. Ja, so im Wesentlichen. Ja. Tipps zum Klimaschutz für jeden Südtiroler. Gerade gemacht, oder? Haben wir eben. Zack, dann. Wie lange kann man in Südtirol noch Skifahren? Tja, also auf 1800 Meter und runter vielleicht noch 10, 15 Jahre. Drüber natürlich auf den Gletscherskigebieten bestimmt noch 30, 40 Jahre. So genaue Antworten, ha? Da sieht man die Sanduhr schon rinnen. Ach Gott. Deine größte Klimasünde, auf die du nicht verzichten kannst? Tja, das ist eine gute Frage. Also schon das Fliegen, muss ich sagen, weil ich reise unheimlich gern und bin immer viel gereist. Mein Bruder wohnt in Ecuador, den haben wir schon zweimal besucht und so. Und das, also da kann ich tatsächlich nicht drauf verzichten. Was ich dann halt mache, ist kompensieren. Können wir uns nachher auch noch drüber unterhalten. Das heißt eben, also gibt es so Zertifikate, wo dann irgendwo anders werden Wälder gepflanzt oder Windkraftanlagen hingestellt. Das ist zwar auch ein bisschen Augenwischerei. Du kompensierst mit Geld das, was du verursachst, damit irgendwo anders aber geholfen wird. Also du kaufst dir im Prinzip nicht das Gewissen frei, wie man oft so vermeintlich hört. Schon auch, ja. Bisschen okay, aber du tust dabei auch Gutes. Okay. Genau. Ja, eine geht noch. Haben wir noch eine? Okay. Eine haben wir noch. Und zwar... Wie gut sind die Südtiroler im Klimaschutz? Tja, also sagen wir mal, die Südtiroler emittieren per se nicht so viel Emissionen wie zum Beispiel andere Regionen Italien, weil wir einfach Wasserkraft haben, keine Industrie und so weiter. Aber die Südtiroler von ihrem Fußabdruck sind wahrscheinlich schlimmer als die Italiener im Durchschnitt, einfach weil wir so viele Autos haben und so große Autos. Also Südtirol, wusste ich vorher auch nicht, ist, glaube ich, die Region in Europa, mit den zweitmeisten Autos pro Einwohner in ganz Europa, einfach weil es natürlich auch viele Dörfer gibt, man überall hin muss. Ja. Und es ist halt eine reiche Region. Und einfach je reicher man ist, umso mehr konsumiert man, umso mehr fliegt man in Urlaub und so weiter. Also sie sind sicher nicht Weltmeister und auch nicht Europameister. Ja. Tja, ist jetzt alles ein bisschen ernüchternd, oder? Ja. Max Sevis, herzlichen Dank. Müssen wir sagen lassen, das machen wir auch gute Musik, die ist nachhaltig, genau. Definitiv. Okay. Heliant, bitte wieder auf die Bühne, denn wir werden jetzt hören von der Heliant und ja, das lässt sich einfach so stehen. Come back home und Heliant. To come.
doesn't seem real to me. Home isn't what it used to be. I hope you're in a better place than I know in the summer days. Crash like a wave on the shore. I'd wish you knew how much you're loved. Oh God, you'll be forever. See, it's alright, it's okay. If you leave, just know I'll wait. I'll leave tonight, waiting for you to come back home. Well, it's alright, it's okay. If you leave, just know I'll wait. Wunderbare Musik, Heliant. Ja, so irgendwie passend auch zum Moment. Da konnte man jetzt so einiges wieder so ein bisschen sacken lassen, nachdenken. Batzer, was macht denn das jetzt mit dir, wenn du das jetzt gehört hast, was der Marc erzählt hat? Ja, wir waren vorhin essen und haben uns die gleichen Sachen gefragt, wie du ihn gerade gefragt hast. Und man ist so hin und her gerissen zwischen, kann ich was beitragen oder bin ich einfach zu ein kleiner Fisch, um da wirklich was beizutragen. Ich glaube schon, dass es vielleicht gut ist, wenn die Bevölkerung und weltweit also eine Welle der Solidarität kommt, weil vielleicht die 1968er Studenten ja auch nicht gleich schon in Jordan noch einen Erfolg gefühlt haben. Nicht? Also ich glaube, es ist gut, dass sich was bewegt in der Hinsicht. Und als Einzelner hat man oft so einen Eindruck, wie man wohl für die Politiker. Mhm. Als Einzelner kann man vielleicht nicht so viel beitragen, aber alle miteinander noch wieder schon. Nicht? Also, und sind wir ja deine Berufsbezeichnung Motivator, Organisator, sette Leute wie die brauchen noch für den Sommer. Jetzt hast du zwei Worte gekriegt. Genau. Weil es muss Spaß machen. Das ist sicher. Und dann braucht es Menschen wie die. Jasmin, was macht das jetzt mit dir, wenn es so gehört hast? Du bist die Jüngste, glaube ich, jetzt in der Runde, oder? Ja, voll. Also ich glaube, man darf die Hoffnung einfach nicht aufgeben. Genau. Weil es klingt allem ziemlich hart und es ist alles ganz, ganz viel. Aber ja, einfach die Hoffnung nicht aufgeben. Mir stimmt es auch ein bisschen optimistisch, weil er erzählt, aber es haut jetzt nicht wirklich vom Hocker runter. Also so ein bisschen Chance haben. Und dann tut es halt ein bisschen weh. Ab und dann wird es halt da immer im Leben wehtun, okay? Aber wenn wir was tun, dann kriegen wir es auch hin. Du? Mhm. Wie bist du? Und was hat das jetzt mit dir gemacht? Ich bin ganz nicht schockiert. Eben viele Sachen weiß man schon, aber mir kommt für jedes Mal, wenn man es hört, das ist allem wieder so ein Watschen, nicht? Weil man verfällt dann allem wieder in alte Routinen ein und dann sagt man, na scheiße, Entschuldigung, man muss ja,
ich muss das tun und ich muss das einfach weitermachen, dann ist man wieder voll motiviert und startet und mit der Zeit kommt noch wieder die Routine. Aber deswegen ist wichtig, dass man allem wieder sowas hört und sich das allem wieder bewusst macht, auf jeden Fall. Und nimmst du jetzt ein bisschen mehr vor in Zukunft? Schon? Nein, ja. Mhm. Ich bin wieder eben. Jetzt wieder voll motiviert. Es ist auf jeden Fall Potenzial für Verbesserung da bei mir, aber ich bemühe mich schon, sagen wir schon. Und schaffst du das allein? Ich brauche einen Begleiter. Brauchst einen Begleiter? Ich brauche einen Begleiter. Wir müssen irgendwie aus der Nummer rauskommen. Wir sind jetzt da so in ein unfassbar wichtigen Thema rein, aber es braucht ja auch wieder die Lebensfreude im Keller, damit wir das auch alles meistern können. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen ein Spiel. Und liebe Kellerkapelle, die Musik verrät vielleicht dem einen oder anderen, um was es gehen wird. Genau, es dreht sich ums Herzblatt. Und mir um ins Gedenk, die Manu hat jetzt nachhaltige Pläne im Prinzip und braucht einen Begleiter. Und du darfst jetzt drei Fragen an unsere drei Kandidaten stellen. Jawohl. Und alle drei müssen dann diese Fragen beantworten. Es wird auf drei Fragen 9 Antworten geben und dann am Ende wirst du müssen entscheiden, wer den Weg dann gemeinsam mit dir gehen darf. Klar? Jawohl. Okay, tja. Dann, liebe Manu, es geht los. Ich habe beschlossen, mich zukünftig vegan zu ernähren, weil es mir gut tut. Was würdest du mir kochen? Ein 3-Gänge-Menü hätte ich gern. Kandidat Nummer 1. Marc. Du bist Kandidat Nummer 1. 3-Gänge-Menü. Gut, also erstmal würde ich eine Kichererbsensuppe empfehlen mit Curry. Vorneweg. Dann gegrillte Aubergine mit Linsen, Petersilie und Koriandergrün. Und zum Nachtisch würde ich Obstsalat mit Granatäpfel und ein bisschen Rosenwasser. Kandidat Nummer 2, welche Gaumenfreuden erwarten mich bei dir? ist Mais vegan? Ja. Oder? Ja. Da gibt es eine Dose Mais. Eine Dose Erbsen und eine Dose Bohnen. Kandidatin Nummer 3, mit welchen kulinarischen Highlights verwöhnst du mich? Ich glaube, ich mache da so eine studentenarme Version mit einfach einem Hummus, mit ein paar Gemüsesticks als Hauptgericht, Curry, anders geht es nicht, und das Nachtisch. Ich weiß nicht, so Banana Ice Cream. Mm. Ja. 3 leckere Menüs. Ja. Ja. Frage Nummer 2. Kandidat Nummer 2. Ich möchte in den Urlaub fahren. Welchen Urlaub schlägst du vor? Jetzt musst du dir kurz umschauen. Ich glaube, ins Tat ein 3-tägiger Ballermann-Trip. Vielleicht gut. Okay. Weil. Wasche. Ja, wir haben alles gesehen und ja, ich glaube, es war ein 3-tägiger Ballermann-Trip, wo wir aber auch die Auszeit hätten, nachher die Ruhe zu genießen. Ich lese auch mal ein gutes Buch, also ist es nicht. Okay. Bestenfalls ist HC ja. Das eigene. Kandidatin Nummer 3, wohin entführst du mich? Ich tat einfach mal eine Matratze im Auto ein, im Tern, und dann einfach schauen, was hingeht. Kandidat Nummer 1, wo entspannen wir zwei? Ich würde sagen, wir blasen ein Schlauchboot auf, setzen uns hier in den Eissack und schauen mal, wo es uns hinkommt. Okay. Kandidatin Nummer 3, wir sind bei Greta Thunberg eingeladen. Was nehmen wir mit als Gastgeschenk? Als Gastgeschenk für die Greta? Ich würde dir auch wieder die Sonnenblume mitnehmen. Das allem, ne? Kandidat Nummer 1, welches Mitbringsel bringen wir mit? Kandidat Nummer 1, Marc. Marc? Ich denke noch. Da waren wir auch schon beim Boot, dann würde ich sagen Segelboot, weil sie ist ja sogar über den Atlantik gesegelt und dann musste sich nicht mal irgendwo einschippern. So das ganz günstige Mitbringsel, gell? Genau. Eine Rennjacht. Ja.
Kandidat Nummer 3, was fällt dir dafür so ein? Ich bringe dran einen Medienmanager mit, der was ihr alle Social so schaltet, damit sie nicht mehr beschimpft werden kann. Und dann hat sie bestimmt wieder ein besseres Leben. Tja, so, liebe Manu, jetzt musst du dich entscheiden und ich werde das jetzt mal zusammenfassen. Musik bitte. So, liebe Manu, wer soll denn nun dein Kellerherzblatt sein? Kandidat 1, der mit den Kichererbsen und Curry dann über den Isaac inklusive Schlauchboot das Segelboot zu Greta bringt? Oder Kandidat Nummer 2, der aus der Dose dich im Ballermann verführen will und gegebenenfalls diese Fotos dann mit einem Medienmanager vertuschen will? Oder Kandidatin 3, ja, da geht es so, dass du mit der Matratze auf dem Humus liegen wirst und dabei Sonnenblumen siehst. So, 1, 2 oder 3. Ach Gott. Die Entscheidung fällt mir schwer. Aber ich kann mir den Schlauchbooturlaub fast nicht entgehen lassen. Kandidat Nummer 1. Ja, ich freue mich drauf. Ja, machen wir. Also, dann fängt dann schon mal an, diesen Schlauchboot aufzublasen. So, vielleicht noch rein für den Faktencheck. Seit 1987 bis 2005 gab es 926 Herzblattpaare, aber nur 2 davon wurden verheiratet. Deswegen, ich mache mir da jetzt keine Sorgen, dass da jetzt wirklich was passiert, nachdem ihr euer Schlauchboot aufgeblasen habt. Ihr seid dann das Dritte. So, euer Applaus. Sensationell gemeistert. Eine unfassbar interessante Sendung, sehr tief. Ja, liebe Jasmin, dass immer die Sonne scheint und deine Sonnenblumen immer wieder aufgehen. Danke für deine gute Musik. Jasmin Franceschini, alias Helian, du spielst uns noch heute Peter Raub auf die Bühne. Sehr lieber Patzer, mach weiter so. Wir brauchen genau solche Menschen wie dich, dass wir das hinkriegen, auch mit dem Klimawandel. Danke, Patrick, und viel Spaß im neuen Stadion und mit deinen Hobbys. Ja, lieber Marc, drück uns die Daumen, wenn das was schaffen, oder? Ja, mit. Marc Sewisch, herzlichen Dank. Okay. Tschüss. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Sendezeit ist um. Auch diese Ausgabe ist schon wieder Geschichte. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Danke meinem sensationellen Publikum hier im Sudwerk. Danke meiner bezaubernden Manuela Ramosa. Danke dir. Der Kellerkapelle. Tja, und jetzt gibt's noch einen auf die Ohren, und zwar von Helian. Der Titel, der nennt sich Mit Zeit aus ihrem neuen EP, die gleichnamige Single. Und wenn Sie wollen, sehen wir uns wieder bei der nächsten Ausgabe von Toms Kellershow. Bis dorthin, bleiben Sie nachhaltig und machen Sie es gut. Helian! Shut up.
Thank you.